hat vor allem Kräfte wieder mobilisiert. Man hat das angesprochen, was in den letzten Wochen nicht so gut gelaufen ist. Da gibt es sicher einiges. Und das wollen wir jetzt gegen Mattersburg auswärts wieder besser machen. Ja, es waren viele, viele Kleinigkeiten. Es ist normal in einer Saison, dass es einmal besser läuft, einmal nicht so gut läuft. Und unser Anspruch ist sicherlich ein anderer, wie die letzten gezeigten Leistungen. Und deshalb wurden die Sachen intern angesprochen, so wie es sich gehört. Und wir sind bereit dazu, das es auch umzusetzen in den nächsten Spielen. Ja, durchaus. Sehr interessante Begegnungen und es gibt noch viele Punkte zu verteilen und zu vergeben und da wollen wir einen großen Teil des Kuchens natürlich mitnehmen und vor allem auch in der Cashpoint Arena lassen. Ja, das stimmt, kann ich mich noch gut daran erinnern, nur das ist Vergangenheit, das zählt nichts mehr. Trotzdem sollte es uns ein gutes Gefühl geben, dass wir bis in die Winterpause noch ein paar Partien zu spielen haben und das Wissen besitzen, dass wir genügend Kräfte haben, dass die Qualität im Kader durchaus stimmt. Und ja, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wir gehen in jede Partie so hinein und dann schauen wir im Winter unter dem Weihnachtsbaum, wie viele Punkte drin liegen.